Hallo, guten Morgen, ich bin Juliana und heute lernen wir über Gebrauch und Bedeutung vom Wort lösen. Ihr kennt alle den Ausdruck ein Problem lösen, aber das Wort lösen hat noch mehrere Bedeutungen. Fangen wir an. Die erste Bedeutung ist nicht mehr verbunden sein oder nicht mehr verbunden machen. Das Fleisch von Knochen lösen, das heißt Fleisch von Knochen trennen. Die Tapete löst sich von der Wand, das heißt die Tapete klebt nicht mehr an der Wand. Oder man kann sich aus einer Umarmung lösen, also der Mensch umarmt sich und dich und du versuchst dich ein bisschen so aus der Umarmung lösen, umarme mich nicht. Diejenigen, die einen Führerschein in Deutschland gemacht haben, also kennen bestimmt den Ausdruck des Fahrlehrers, Bremse langsam lösen oder die Kupplung langsam lösen. Die zweite Bedeutung vom Wort lösen bedeutet, ist auch etwas lockern, locker machen. Man kann eine Schraube lösen, die Schraube sitzt so fest, also man kann sie lösen, die Handbremse lösen, das ist aus der Fahrschule. Oder wenn man hustet, also hat man so einen festen Schleim, also und dann kann man Milch mit Honig trinken. Also Milch mit Honig löst den Schleim. Nächste Bedeutung haben wir schon öfter gehört, also etwas klären. Das bedeutet also etwas klar machen, also zum Beispiel ein Problem lösen. Man kann auch ein Rätsel lösen oder eine Aufgabe lösen. Das kennt ihr aus den Prüfungen. Nächste Bedeutung ist etwas annullieren oder wie man das heute sagt, canceln. Man kann einen Vertrag lösen, also verständlicher gesagt, Vertrag canceln. Man kann eine Beziehung lösen. Also der Mann hat die Beziehung zu seiner Freundin gelöst. Nächste etwas seltener, zergehen lassen. Man kann zum Beispiel Zucker im Tee lösen oder Salz löst sich im Wasser. Und die letzte, die ich euch heute erzählen möchte, ist etwas kaufen, also Fahrkarte lösen. Benutze ich zum Beispiel sehr selten, also, aber ich habe das schon mal gehört. Und zum Schluss habe ich ein Zitat über das Verb lösen. Und über Alkohol. Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel. Er löst Familien, Ehen, Freundschaften, Arbeitsverhältnisse, Bankkonten, Leber und Gehirnzellen auf. Aber er löst keine Probleme.